Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frische Filme hier bei Fred Carpet. Und wenn ihr letzte Woche dabei wart, dann wisst ihr auch ganz genau, worum es diese Woche geht. Denn ich habe in der letzten Woche über meine 10 liebsten Thriller- und Crime-Klassiker gesprochen. Und das bedeutet natürlich, dass es diese Woche, wie ihr das schon vom Horror-Ranking kennt, um meine 10 liebsten modernen Thriller- und Crime-Filme geht. Und das Ganze macht mir total Spaß. Und wenn man sich immer nur mit den Filmen befasst, die man selber mag, dann hat man natürlich eine richtig gute Laune, wenn man sich jetzt hier an dieses Video macht. Das Einzige, was mir Sorge bereitet hat, war, dass ich tatsächlich sehr, sehr große Schwierigkeiten hatte, mich am Ende für die 10 besten zu entscheiden. Denn ich hatte, das kann ich verraten, 25 in der engeren Auswahl und konnte mich bei einigen so ein bisschen daraus retten, dass ich gesagt habe, gut, ich packe sie später in ein anderes Genre-Ranking, wie zum Beispiel bei Prisoners oder auch bei American Beauty, denn die Filme kann man locker auch ins Drama-Genre packen. Und so habe ich da ein paar Kandidaten schon für das Genre-Ranking entsprechend gefunden, damit ich mir das Ganze ein bisschen einfacher machen kann. Genauso habe ich es gehandhabt, wenn von einem Regisseur mehrere Filme dabei waren, wie es zum Beispiel bei Martin Scorsese der Fall ist. Ich habe mich dann für seinen mir persönlich liebsten Film aus dem Thriller-Genre entschieden, weiß aber natürlich, dass wenn sein Film dran kommt, kann ich mich auch noch über die anderen Filme, die es ebenfalls in dieses Ranking fast geschafft hätten, auslassen. Also immer nur ein Film pro Regisseur. Und bei einigen Filmen habe ich es so gemacht, dass ich mir gesagt habe, hey, eigentlich wurden tatsächlich anders vermarktet, aber sind letzten Endes Thriller. Aber ich werde diese Filme in ein Ranking packen, indem ich mich mit 10 Filmen befasse, die falsch vermarktet wurden, wie zum Beispiel Drive. Denn Drive hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne in dieses Ranking gepackt. Aber ursprünglich wurde der Film ja als Actionfilm vermarktet. Also ist Drive ein perfekter Kandidat für das Ranking der falsch vermarkteten Filme. Und deshalb ist Drive hier zum Beispiel auch nicht dabei. Ebenfalls nicht dabei ist zum Beispiel Searching. Den habe ich vor kurzem noch mal gesehen, ist auch wirklich ein ganz, ganz toller Thriller. The Guilty, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, wird wahrscheinlich bei den 10 besten Kammerspielen dabei sein. Und tatsächlich noch ganz, ganz viele andere Filme, die wirklich alle ganz großartig sind. Aber ich musste mich am Ende auf 10 beschränken und das habe ich gemacht. Und diese 10 Filme werde ich euch hier in diesem Ranking vorstellen. Ich kann zumindest sagen, es ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Und es sind genauso viele, ja, Bekannte, aber auch der ein oder andere, der vielleicht nicht so bekannt ist. Und vielleicht hält euch das ja an, euch die Filme mal anzuschauen. In der unteren Beschreibung immer auch noch drin, wo der Film gerade verfügbar ist. Aber ich meine, die meisten, also alle Filme sind mindestens auf DVD und Blu-ray verfügbar. Und die ein oder anderen tatsächlich auch bei einem Streamingdienst. Also da könnt ihr dann auch reinschauen am Ende dieses Videos. So, und damit bin ich fertig. Ich habe, wie gesagt, schon gesagt, was nächste Woche dran kommt. Das ist das Ranking der falsch vermarkteten Filme. Und dann würde ich sagen, legen wir an dieser Stelle los mit Platz 10. Und auf Platz 10 fange ich direkt mit einem ziemlichen, ja, Koloss an. Denn wer diesen Film einmal gesehen hat, der weiß, einmal gucken reicht nicht, aber möchte man sich zweimal in diese surrealistischen, unwirtlichen, ja, diese unwirtliche Welt, die David Lynch hier erschaffen hat, begeben? Ich weiß es nicht. Die Rede ist von Mulholland Drive, von einem wirklichen, ja, so gesehen heute mittlerweile längst Klassiker, aber da auch noch kurz rasch zur Erklärung. Ich habe Thriller-Klassiker und moderne Thriller, habe ich den Cut gemacht bei 2000, also alles, was nach 2000 ist, habe ich in dieses Ranking gepackt. Alles, was davor ist, war bei den Klassikern. Also da bitte nicht so ganz auf den Klassiker, den Klassiker-Terminus bitte verlassen. Es geht hier eher um die Zeit, wann der Film erschienen ist. Aber man kann über Mulholland Drive auf jeden Fall mittlerweile sagen, dass er sich zu einem modernen Klassiker etabliert hat. Und es ist fast ein bisschen fraglich, ob Mulholland Drive generell wie alle Sachen von Lynch nicht vielleicht doch eher im Horror-Genre verortbar ist. Denn ich kann aus meiner persönlichen Perspektive sprechen, wenn in einem Film irgendetwas in den Bereich Surrealismus geht, bin ich zum einen sofort dabei und zum zweiten sofort
ja, befinde ich mich in einer sehr, sehr unbehaglichen Stimmung. Denn irgendwie ist Surrealismus, egal in welchem Genre, etwas, was mich sehr, sehr beunruhigt. Das ist ein ganz persönlicher Trigger für mich. Wenn in irgendeinem Film surrealistische Elemente drin vorkommen, bin ich direkt in Hab-Acht-Stellung und deshalb fühlen sich gerade die Lynch-Filme für mich fast eher wie Horrorfilme an. Aber wenn man sich gerade Mulholland Drive mal anschaut, trotz seiner ganz stark am Mainstream, an einer Mainstream-Inszenierung vorbeigeschriebenen Erzählung, ist er im Kern dann eben doch ein Thriller, ein sehr, sehr spannungsgeladener Film, der sich vielfach interpretieren lässt, eben weil er sich jedweder Form der Chronologie und eben der ja, Mainstream-Tauglichkeit entsagt. Wir haben hier die Geschichte einer jungen Frau, die nach Hollywood kommt und die eben ja, eine große Karriere als Schauspielerin anvisiert, die dann aber in einen sehr unheimlichen Strudel mysteriöser Ereignisse kommt. Immer wieder reißt David Lynch hier Erzählstränge an, führt sie aber nicht alle aus. Es gibt irgendwann nach ungefähr 4/5 des Films einen Bruch, wo komplett die Figurenkonstellation geändert wird. Die Schauspieler bleiben gleich, aber plötzlich sind sie ganz andere Figuren. Es gibt zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten. Unter anderem wird Mulholland Drive eben so interpretiert, dass der Film ein Traum ist. Und dadurch ist es natürlich gerade für so einen Surrealisten wie Lynch einer ist sehr, sehr einfach mit verschiedenen Wahrnehmungsebenen zu spielen und immer nicht damit rauszurücken, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden. Und da fängt dann eben Mulholland Drive an, richtig ungemütlich zu werden, wenn man überhaupt nicht mehr durchdringen kann, welche Ebene oder auf welcher Ebene sind wir hier, beziehungsweise wenn im Vorfeld nicht klar formuliert wird, welche Ebene was ist. Und das ist eben das Spektakuläre. Normalerweise kann man in einem Film, der auf mehreren Ebenen spielt, immerhin herauslesen, welche Ebene was bedeutet. Aber selbst dem verweigert sich Lynch. Er hat, das kann man mal online so ein bisschen recherchieren im Vorfeld, beziehungsweise eher im Nachhinein als Reaktion auf die Rezeption, hat er einige Tipps dem Zuschauer oder der Zuschauerin an die Hand gegeben, mit dem er, so sagt er, oder mit dem man das Konstrukt Mulholland Drive noch besser durchdringen kann. Aber ich muss auch ganz, ganz klar sagen, klar, man kann so eine grobe Richtung vorgeben und ich glaube mit Traumebene und Realitätsebene, mit Hollywood als Traumfabrik, aber auch eben als die beste Möglichkeit, die eigenen Träume zu zerstören, sagen wir mal, ist man gar nicht so schlecht bedient auf der Interpretationsebene. Und letzten Endes, und darauf will ich hinaus, ist es vielleicht gar nicht so ratsam, das ganze Konstrukt Mulholland Drive entschlüsseln zu wollen. Denn natürlich, wie das bei allen Filmen so ist, ob es nun Inland Empire ist oder Lost Highway oder Blue Velvet, was auch immer, alle Lynch-Arbeiten wären hier genauso angebracht in diesem Ranking wie schon bei den Klassikern. Aber Mulholland Drive ist da doch ganz klar mein Favorit, deshalb ist er hier drin. All diese Filme leben eben auch davon, dass man sie nicht komplett durchdringen kann. Und das ist genau das, was ich gleichzeitig spannend, aber eben auch richtig, richtig unangenehm finde. Es ist für mich immer durchaus schwer, mich auf Lynch einzulassen, eben weil er dieses Unbehagen in mir auslöst. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, bekommt man eben einen wahnsinnig spannenden und wendungsreichen und schwer zu entschlüsselnden Film präsentiert. Ich mag generell einfach das Thema Schauspieler in Hollywood, inwiefern die Traumfabrik nun in der Lage ist, gleichzeitig Wünsche zu erfüllen, aber eben auch Menschen zu zerstören, Träume zu zerstören. Sowas finde ich immer sehr, sehr spannend und da war David Lynch relativ früh, ich meine, der Film ist von 2002 und er war relativ früh einfach schon dabei zu sagen, ey, ja, Hollywood ist eben vor allem schöner Schein und wenn man das dahinter mal näher erblickt, dann ist da doch sehr, sehr viel Düsternis. Nicht umsonst ist ja der Untertitel Straße der Finsternis und man hat diesen Mulholland Drive, diese berühmte Straße eben als Eingang nach Hollywood so ein bisschen inszeniert. Also wenn man dorthin reist, ist man sich halt bewusst, okay, das ist hier die Straße dorthin, wo entweder meine Träume wahr werden oder wo sie zerstört werden. Und das ist einfach generell ein Thema, das ich unfassbar spannend finde, hinter den Kulissen Hollywoods, Schauspieler und so weiter. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend und da ist Mulholland Drive ein toller Kandidat, toll, fantastisch gespielt, unter anderem von Naomi Watts hier. Generell einfach wirklich ein verdammt guter Film,
der heute immer noch so gut wirkt wie damals. Und das muss man David Lynch lassen. Er hat gerade, was die Filme angeht, vielleicht nicht unbedingt, was Twin Peaks als Serie angeht, aber was man so durch die Neuauflage, / das sehr späte Sequel gemerkt hat, während ihm das bei der Serie nicht ganz so gelungen ist, an die Faszination für das Original anzuknüpfen, kann man bei den Filmen sagen, irgendwie ist es ihm da gelungen, eine Zeitlosigkeit walten zu lassen. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr schätze an Lynch. Generell seine ganze Art und Weise mit Audiovisualität zu spielen, seine Schauspieler und Schauspielerinnen zu inszenieren, Räume auszunutzen, die Kamera eben als weiteren Protagonisten fast zu inszenieren und hier so eine ganz eigene, kühne, undurchdringbare Atmosphäre zu schaffen. Mulholland Drive ist wirklich ein verdammt guter Film und deshalb ist er hier bei den modernen Thrillern und Crime-Filmen auf Platz 10. Auf Platz 9 habe ich einen Film mit einer, ja, leider nicht mehr lebenden Legende, nämlich mit Robin Williams, und er hat Anfang der 2000er einen Film gedreht, der mich so als erstes mit an das Thriller-Genre rangeführt hat. Denn als der Film rauskam, war ich gerade so 12, 13 und habe mich noch nicht so richtig getraut, spannende Filme zu gucken, die eine Altersfreigabe haben, die über meinem Alter ist. Also ich habe mich, bevor ich 16 war, habe ich mich kaum getraut, Filme ab 16 zu gucken. Selbst als ich nach 16 war, dauerte das eine ganze Weile, bis ich gemerkt habe, so, ich kann mir auch langsam mal die Erwachsenenfilme angucken. Als ich dann 18 war und dann das FSK 18 Logo und so weiter, als ich über alles weg war, da war die Hemmschwelle nicht mehr so groß, aber irgendwie war die 16 für mich so eine magische Zahl und ich wusste, alles, was davor ist, ist für Kinder geeignet, alles, was danach ist, ist für Erwachsene geeignet. Und dann kam aber dieser Film, der eine FSK-Freigabe ab 12 hatte und hat mich rangeführt an dieses Erwachsenen-Kino, als dass ich es eben wahrgenommen habe. Und die Rede ist von One Hour Photo. Ein Film, der sich nie so richtig einen Kult- oder Klassikerstatus erarbeiten konnte. Wenn ich den Film aber mal erwähne oder wenn es im Gespräch irgendwie auf diesen Film kommt, aus welchem Grund auch immer, kriege ich immer mit, dass die Leute dem Film sehr, sehr wohlwollend aufgeschlossen sind und man immer so denkt, ja stimmt, hey, den gab es ja auch mal. Und auch da muss man tatsächlich sagen, war der Regisseur Mark Romanek auch der Thematik, die er anspricht, fast so ein bisschen, oder einer sehr, sehr modernen Thematik, die man heute ganz viel in Filmen findet, der war er quasi damals, als One Hour Photo rauskam, schon weit voraus. Denn worum geht es? Es geht um einen Fotoentwickler, der eine Obsession entwickelt für eine Familie, deren Fotos er regelmäßig entwickelt. Und je mehr er mitbekommt über die Fotos, die die Familie immer wieder im Laden bei ihm abgibt, desto mehr hat er das Gefühl, er ist Teil der Familie. Er wird nach und nach immer obsessiver, entwickelt sich zu einem Stalker und das Ganze nimmt sehr, sehr ungemütliche Züge an. Und wenn man das Ganze mal so überlegt, klar, mittlerweile ist es total überholt, das Thema Fotografie, und keiner bringt mehr Fotos zu einem Photoshop zur Entwicklung, aber das Ganze hat natürlich auch, dieser ganze Film lebt davon, dass da die Privatsphäre verletzt wird, und heutzutage wird die Privatsphäre permanent verletzt. Es war noch nie so einfach, Obsessionen für Menschen zu entwickeln, eben indem man ihnen beispielsweise auf sozialen Kanälen, in sozialen Netzwerken, im Internet und so weiter und so fort folgt. Also im Grunde ist One Hour Photo die analoge Version eines Online-Stalker-Thrillers. Und das finde ich wahnsinnig spannend aus der heutigen Perspektive zu sehen. Natürlich hat er mittlerweile einen gewissen Retro-Charme, und schon damals, das war so gerade auf der Kippe, wo es noch in war oder wo es noch normal war, Fotos zur Entwicklung zu bringen und wo es eigentlich schon fast was Altmodisches hat. Also der Film war damals genauso an dieser Schwelle, und deshalb gibt es auch immer wieder in dem Film die Erwähnung, dass das ja eigentlich schon mittlerweile altmodisch ist und kaum noch einer macht. Der Photoshop, in dem Robin Williams in dem Film arbeitet, dem geht es auch nicht so gut, weil eben immer weniger Leute ihre Fotos zum Entwickeln bringen. Und dadurch schafft der Film das Ganze nicht zu verklären, sondern verankert es wirklich in einem realistischen Kosmos. Das ist kein träumerisch, schwelgerisch, nostalgischer Film, sondern eben dieses Setting des Photoshops ist einfach hier Mittel zum Zweck, um die Obsession eines Mannes heraufzubeschwören. Und wie gesagt, gäbe es One Hour Photo heute, würde es sich wahrscheinlich um einen Internetstalker handeln, der über Facebook oder was auch
immer seine Opfer inspiziert. Und ich finde den Film bis heute richtig, richtig spannend. In erster Linie natürlich wegen Robin Williams, dem das mal wirklich gut zu Gesicht stand, eben keine freundlich-sympathische Figur zu verkörpern, sondern einen Wahnsinnigen. Und das macht er richtig gut, weil er nämlich eben die Möglichkeit hat, durch dieses vordergründig Liebevolle sich natürlich sehr, sehr rasch in die oder sich sehr, sehr rasch die Sympathien der von ihm ins Visier genommenen Familie zu sichern. Und da kommt natürlich einer Person wie Robin Williams total zugute, dass sie eben dieses Image hat des freundlichen und des sympathischen Mannes und das eben mal ins Gegenteil zu verkehren und die düsteren Abgründe hinter dieser Figur zu ergründen, finde ich sehr, sehr spannend. Natürlich kann man dem Film in gewisser Weise vorwerfen, hey, du spielst auch schon durchaus mit Klischees und die Figur, die du hier eben entwickelst, das ist schon so ein bisschen das Klischee oder der Stereotyp eines Außenseiters, der niemanden hat, der keine Freunde hat, der keine Familie hat, der sich dadurch eben andere Sachen sucht, um irgendwie seine Suche oder seinen Drang nach persönlicher Interaktion zu befriedigen. Aber letzten Endes, irgendwoher müssen diese Klischees ja kommen und ich glaube, dass One Hour Photo es tatsächlich schafft, durch die sehr intensive Performance von Robin Williams, es schafft, dieses Klischee zu unterfüttern und eben zu zeigen, ja, wir haben hier eine Klischeefigur, aber es ist durchaus naheliegend, wie sich diese Figur entwickelt und deshalb kann ich One Hour Photo da nicht wirklich böse sein. Es gibt genügend Substanz in diesem Film, um rauszukommen aus dem Klischee und deshalb finde ich One Hour Photo bis heute, gerade aufgrund seiner minimalistischen Prämisse, das wollte ich sagen, bis heute wirklich zu schockieren und er ist gerade als Einsteiger-Thriller und Crime-Film wirklich sehr, sehr gelungen, hat eine tolle Ästhetik und deshalb für mich One Hour Photo auf Platz 9. Apropos minimalistische Prämisse, das Ganze wird jetzt im folgenden Film auf Platz 8 von Joel Schumacher nochmal auf die Spitze getrieben, denn in Nicht-Auflegen haben wir als einziges Setting eine Telefonzelle. Heutzutage kaum noch gebraucht, beziehungsweise überhaupt nicht mehr gebraucht. Mittlerweile hat ja jeder ein Smartphone oder Handy. Und auch damals, wie es eben schon bei One Hour Photo ist, damals auch nicht auflegen, spielt damit. Eigentlich gibt es kaum noch Telefonzellen, kaum noch einer nutzt es. Aber trotzdem passt das Ganze eben in die Erzählung eines Mannes, gespielt von Colin Farrell, der über eine Telefonzelle telefonieren muss und tut das Ganze auch. Und wenige Sekunden, nachdem er aufgelegt hat, klingelt die Telefonzelle, klingelt das Telefon. Er nimmt ab und hat plötzlich einen Erpresser am Telefon, der droht, ihn zu erschießen, sollte er auflegen. Und spielt seine ganz, ganz unangenehmen Spielchen am Telefon mit ihm. Und das ist die einzige sehr, sehr minimalistische Grundidee hinter Nicht-Auflegen. Wir haben Colin Farrell als ins Visier genommenes Opfer eines Erpressers. Wir haben nur die Stimme am anderen Ende, die ihn erpresst und die sehr, sehr unangenehme Sachen mit ihm macht. Und so hat man eben mit wenigen Mitteln einen wirklich richtig guten Thriller, der das schafft über seine kurze Laufzeit. Ich glaube, der geht gerade mal so um die 80 Minuten, wenn nicht gar weniger. Wirklich einen adrenalingeladenen Thriller ohne all die Elemente, die normalerweise einen Thriller dieser Art ausmachen. Dazu gehören dieses typische Schießereien, Verfolgungsjagden, aufregende Actionsequenzen, also alles, was heutzutage einen modernen Thriller ausmacht, hatte Nicht-Auflegen in nur sehr, sehr komprimierter Form. Der ist unfassbar zügig, der hat ein tolles Pacing, der hat eine sehr, sehr tolle Dynamik zwischen dem immer wieder zu sehenden Colin Farrell und dem bloß zu hörenden Antagonisten auf der anderen Seite. Und ja, hin und wieder sind einige Wendungen konstruiert, aber im weitesten Sinne schafft es Joel Schumacher tatsächlich, hier das Szenario ganz natürlich aufrechtzuerhalten, indem man nicht so viel konstruieren muss. Das geht erst so nach hinten raus, wenn das Ganze eskalieren soll. Da hat man so das Gefühl, okay, da musstest du so ein bisschen in die Trickkiste greifen, um deinem Film hier einen ja, thriller-tauglichen Showdown zu verpassen. Aber alles, was davor passiert, ist wirklich überraschend bodenständig dafür, dass Nicht-Auflegen ja eigentlich eine sehr an den Haaren herbeigezogene Prämisse hat. Aber wie Joel Schumacher das nach und nach auflöst und wie sich auch um den zunächst sehr farblosen Colin Farrell nach und nach so eine Hintergrundgeschichte ergibt, die eben erklärt, warum er ins Visier dieses
Pressers geraten ist. Das ist schon wirklich sehr clever gemacht. Und gerade weil Nicht auflegen da ein Film ist, den man so in der Art kein zweites Mal hat. Und das gibt es ja kaum. Es gibt ja kaum einen Film, wo man sagen kann, okay, der erinnert mich so überhaupt an gar keinen anderen Film. Und bei Nicht auflegen, der hat wirklich diesen USP. Der kann man sagen, es gibt da diesen einen Film von dem Typen in der Telefonzelle, der erpresst wird. Und dann weiß man sofort, dass es Nicht auflegen ist. Und das finde ich toll. Ich mag es, wenn sich Filme ein wirklich sehr deutliches Alleinstellungsmerkmal erarbeiten. Und das ist Joel Schumacher wirklich gelungen. Ich finde Nicht auflegen bis heute ganz, ganz toll. Und deshalb möchte ich ihn euch ans Herz legen, falls ihr ihn noch nicht kennt. DVD, Blu-ray, VOD, überall ist er erhältlich. Bitte schaut euch Nicht auflegen unbedingt mal an. Mein Platz 8. Kommen wir nun zu einem Film, der, glaube ich, in diesem Ranking der jüngste von allen ist. Und von dem ich behaupte, den dürften gerne ein paar mehr Leute entdecken. Denn der hat so einen gewissen noch Geheimtipp-Status, aber auch da gilt so ein bisschen wie bei One Hour Photo, wenn der mal zur Sprache kommt irgendwie, dann sind sich die Leute sofort einig, ja, der war wirklich richtig gut und obwohl er von einem Regisseur ist, von dem ich eigentlich nicht so viel halte, muss ich hier doch wirklich sagen, ihm ist hiermit sein bester Film gelungen, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Es handelt sich nämlich um Boston im Original Patriots Day mit unter anderem Mark Wahlberg und J.K. Simmons in den Hauptrollen und es geht um eine wahre Geschichte, nämlich um den vor einigen Jahren stattgefundenen Terroranschlag auf den Boston-Marathon. Damals sind im Ziel des Boston-Marathons mehrere Bomben explodiert, dabei sind mehrere Leute ums Leben gekommen und Boston eben von Peter Berg behandelt nun die Ermittlungen nach den Tätern, die in sehr, sehr kurzen Zeitabständen nach dem Anschlag gefasst worden und deshalb hat Boston ein sehr, sehr hohes Tempo. Es spielt nicht in Echtzeit, dafür, ich glaube, die Ereignisse im Film umfassen 2 oder 3 Tage, so viel ist es auf jeden Fall gar nicht. Und wir haben wirklich einen vom Tempo her sehr, sehr hohen, energiegeladenen Thriller, der immer ganz, ganz nah dran ist an den Figuren. Und es ja dem Zuschauer sehr, sehr leicht macht, die einzelnen Abläufe hinter den Ermittlungen zu verstehen. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, sich einfach mal anzugucken, wie es damals den Ermittlern gelungen ist, nach und nach die Schlinge um die Täter immer enger zu ziehen. Und da lässt sich der Film ganz gut in mehrere Teile teilen. Wir haben eben die ersten paar Minuten, wo wir den Anschlag sehen, wo wir auch schon so Einblicke darin bekommen, wie die Täter vorgegangen sind. Dann haben wir das Chaos nach dem Anschlag. Wir haben dann die klassischen Ermittlungen, also dieses, wo nach und nach Täterprofile erstellt werden, wo man grob sagen konnte, okay, so muss der Anschlag in etwa abgelaufen sein. Dann haben wir die Suche nach den Tätern und dann haben wir am Ende einen Showdown. Das Ganze basierend wirklich auf wahren Ereignissen, wo sich auch Peter Berg sehr eng dran gehalten hat. Es gibt einige, gerade im Hinblick auf die involvierten Figuren, einige dramaturgische Zuspitzungen. Aber gerade was den Ablauf der Ermittlungen angeht, hält sich Peter Berg weitestgehend an den realen Ereignissen, an die realen Ereignisse. Und das finde ich sehr spannend. Und auch da sieht man mal wieder, ja, das ist eine sehr unangenehme Floskel, aber in diesem Fall stimmt es. Man sieht, dass die besten Geschichten eben noch das wahre Leben schreiben. Und das finde ich, ja, hier sehr, sehr schön veranschaulicht. Ja, der Film heißt im Original Patriots Day und man muss dem Film, es ist nun mal Peter Berg und es ist Mark Wahlberg, man muss dem Film, oder man muss schlucken, dass der Film hier und da durchaus patriotisch ist. Gerade wenn dann alles aufgeklärt wurde, haben wir am Ende diesen sehr, sehr patriotischen Beiklang, wo man dann wirklich nochmal auf die Heldenhaftigkeit der Ermittler und auch auf dieses, ja, auf den Zusammenhalt von Boston sehr, sehr stark eingeht, der Boston-Bevölkerung. Und da wird es dann sehr heroisch und wird dem ganzen Film auch nicht so gerecht, meiner Ansicht nach, weil eigentlich schaffen sie das Ganze im Vorfeld auf sehr nüchterne Weise, aber deshalb nicht unbedingt trocken, sondern einfach wirklich reduziert und sich darauf besinnt, was eben passiert ist. Man schafft es bis dato, das wirklich sehr nüchtern und besonnen eigentlich fast schon zu inszenieren, aber nicht ohne, dass das Ganze eben an Tempo einbüßt. Und was man eben auch noch schafft, der Film nimmt zeitweise die Perspektive der Täter ein
Und auch da ohne irgendetwas zu verklären. Und es ist schon sehr mutig zu sagen, ey, wir erzählen einen Teil des Films aus der Perspektive von Terroristen. Und das muss man sich erstmal trauen. Da wird keine falsche Sympathie irgendwie geschürt, aber Peter Berg gelingt es durch diesen Perspektivwechsel irgendwie zumindest ein Verständnis und nicht mit den Figuren und mit den Beweggründen, sondern wirklich ein ganz nüchternes Verständnis, wie es dazu kommt, dass Leute so handeln. Das Verständnis bedeutet in diesem Fall nicht mitfühlen, sondern wirklich einfach ganz neutral verstehen, dass man so ein bisschen mehr das Profil der Täter greifen kann. Und da finde ich, ist Boston wirklich ein schönes Beispiel, dass mit Ausnahme der letzten paar Minuten, wo es wirklich unangenehm patriotisch wird, wirklich die meiste Zeit über wirklich ganz neutral, nüchtern Polizeiarbeit zu zeigen, die aber allein, wie sie hier vonstatten geht, schon spannend genug ist. Es bedarf keiner Überstilisierung, keiner Überdramatisierung. Das ist einfach wirklich ein spannender Film, wo man sagen kann, trotzdem veranschaulicht er gut, wie Polizeiarbeit funktioniert. Deshalb für mich hier recht weit oben Boston von Peter Berg. Und nun kommen wir zum genauen Gegenteil, nämlich wir gehen weg vom Realistischen hin zum total absurden, überhaupt nicht mehr subtilen, sondern voll auf die 12 mit seiner Botschaft. Aber irgendwie hat dieser Film über die Jahre es geschafft, in meinem Herz und in meiner, ja, einfach so in meiner Guilty Pleasure-Ecke zu verschwinden. Denn es gibt immer Filme, wo man sagt, ich erkenne jedwede Schwächen an. Und dieser Film jetzt hier ist so ein Kandidat, der ganz, ganz viele Schwächen hat, der sich gerade aus der Moral, aus Sicht oder aus, ja, die Moral, die er hier an den Tag legt, ist unfassbar streitbar. Und trotzdem ist dieser Film so wahnsinnig unterhaltsam, kurzweilig und spannend, dass er hier einfach dabei sein muss. Und ich gucke ihn immer wieder gerne. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Rede ist von Gesetz der Rache, aka Law Abiding Citizen, mit Jared Butler und Jamie Foxx in den Hauptrollen. Jared Butler spielt einen Familienvater, der bei einem Überfall seine Tochter und seine Frau verliert. Und er schwört Rache. Er findet heraus, wer der Täter ist, schmiedet einen Racheplan, über den ich gar nicht so viel verraten möchte, denn wer den Film nicht kennt, der wird hier belohnt von diesem Film von F. Gary Gray, der alle paar Minuten eine neue Perspektive einschlägt, der sich ganz krude Ideen ausdenkt dafür, seine Figur hier wirklich einen perfekt vollzogenen Racheplan vollziehen zu lassen. Und da finde ich Gesetz der Rache einfach unter, wenn man ihn einfach nur bewertet als überraschungsreichen Thriller, der wirklich kurzweilig ist, der spannend ist, der überhaupt keine Langeweile aufkommt, dann ist Gesetz der Rache wirklich ein ganz, ganz toller Film. Kommen wir aber zu den Nachteilen, und die muss man einfach erwähnen, wenn man einen Film wie Gesetz der Rache hier drin hat. Natürlich ist die Moral, die F. Gary Gray hier an den Tag legt, unfassbar streitbar. Denn es ist nun mal ein Rachefilm, und wie das nun mal so ist bei Rachefilmen, wenn der Film auch noch die Perspektive des Rächenden einnimmt, und das ist bei Gesetz der Rache ganz, ganz stark. Der Film schürt ganz, ganz stark die Sympathie für diesen rächenden Familienvater. Dann muss man sich immer die Frage stellen, oder muss man sich immer selber daran erinnern, eine gewisse Distanz zu wahren, damit man nicht in die Versuchung gerät, diese Rachegedanken mitzugehen und ihm eben hier für die Daumen zu drücken. Da ist Gesetz der Rache letzten Endes aber kein perfektes Beispiel für, wie er es richtig macht. Im Gegenteil, F. Gary Gray schürt allein dadurch schon, wie dieser Überfall geschehen ist, 100% Sympathie mit Jared Butler und geht auch immer wieder mit, wenn er eben sehr, sehr brutale Gewalt an dem Täter ausübt. Und da ist der Film überhaupt nicht subtil. Es geht hier überhaupt nicht darum, die moralischen Grenzen und generell einfach die Frage nach der Moral auszuloten. Im Gegenteil, Gesetz der Rache hat den guten Rächer und hat den bösen, ja, Gerechten, wenn man so will. Und dazwischen hat man Jamie Foxx als Ermittler, der sich auf die Jagd macht nach
Jared Butler ihn relativ schnell fängt, aber dann auch in dieses Katz-und-Maus-Spiel gerät, denn alles, was Jared Butler in diesem Film macht, hat irgendeinen Zweck. Und das muss man schlucken. Hier fallen Sachen oder hier passieren Sachen, die darf man nicht eine Sekunde lang nach einer gewissen Logik hinterfragen. Darf man nicht, dann hat man wirklich Probleme. Denn der Film ist unfassbar unlogisch, er ist wirklich moralisch absolut fragwürdig, aber verdammt nochmal, der Film ist richtig unterhaltsam. Er sieht gut aus, er hat ein tolles Tempo und er hat hier ein Zusammenspiel zwischen Jamie Foxx und Jared Butler, das wirklich Spaß macht. Und man muss beiden Schauspielern zugutehalten. Man hat zwischendurch immer mal wieder den Eindruck, die wissen ganz genau, in was für einem Quark die hier mitspielen. Und nehmen ihre Situation bzw. ihre Figuren, die sie verkörpern, trotzdem ernst. Und deshalb ist Gesetz der Rache wirklich ein Phänomen. Es ist eigentlich ein wirklich mieser Film, aber andererseits ist er von den Inszenierungsmechanismen und von der Art, wie ein Film das Publikum mitreißen kann, wirklich richtig gut. Und deshalb mit dem Disclaimer, dass man Gesetz der Rache auf jeden Fall inhaltlich mit Vorsicht genießen sollte, kann ich aber sehr, sehr aufrichtig diesen Film allen Thriller-Liebhabern und Liebhaberinnen empfehlen, die auf eine adrenalingeladene Inszenierung mit ein bisschen Action, mit guten Schauspielern und so weiter stehen. Und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen ist man mit Gesetz der Rache bestens bedient. Und deshalb habe ich ihn hier sehr, sehr gerne auf Platz 5 genommen. Und das Ganze war natürlich gerade Schwachsinn. Ich bin natürlich jetzt erst bei Platz 5, Gesetz der Rache war Platz 6. Und jetzt auf Platz 5 haben wir einen Film, wie ich es vorhin schon einmal kurz erwähnt habe, von Martin Scorsese. Und ich hatte ursprünglich zwei Filme von ihm im Ranking, nämlich einmal Departed, Unter Feinden und Shutter Island, und musste mich dann am Ende, einfach um eine möglichst große Vielfalt hier in diesem Ranking zu haben, für einen von beiden entscheiden. Ich habe mich am Ende für Shutter Island entschieden, möchte aber an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass ich beide Filme von ihm wirklich absolut überragend finde. Und ich könnte genauso gut Departed hier auf Platz 5 setzen. Ein ganz tolles Spannungsstück mit, das davon handelt, dass eine kriminelle Gemeinschaft infiltriert wird und es wird aus dieser kriminellen Gemeinschaft heraus ermittelt. Dadurch gelingt es Martin Scorsese, ein Gefühl für einzelne kriminelle Strukturen zu schaffen und gleichzeitig einen ganz, ganz spannenden klassischen Ermittlungsthriller zu erzählen, mit tollen Wendungen, mit tollen Darstellungen von fantastischen Hauptdarstellern. Und deshalb möchte ich hier Departed, Unter Feinden auf gar keinen Fall unerwähnt lassen, behaupte aber, den haben sowieso die meisten Leute gesehen und trotzdem von meiner Stelle aus, ich mag Departed sehr, sehr gerne und möchte den hier auf keinen Fall unerwähnt lassen. Aber wenn wir bei Martin Scorsese sind, es gibt da eben einen Film, den ich noch einen Tick mehr mag, was das Genre angeht, und das ist Shutter Island. Und auch da könnte ich sagen, vielleicht ist der Film durchaus hier und da auch im Horrorgenre anzusehen. Aber dafür muss man Scorsese einfach zugutehalten, dass er sich für einen Thriller dann eben doch zu sehr auf die Ermittlung von Mark Ruffalo und Leonardo DiCaprio hier besinnt und dem Ganzen ohne jedwede übernatürliche Komponente folgt und wirklich ganz klar hier die Ermittlerarbeit in den Fokus rückt und es trotzdem schafft, allein durch die Inszenierung eine fast schon unwirtliche, eben übernatürliche Atmosphäre zu schaffen, einfach nur durch diese Kulisse. Und würde ich irgendwann mal ein Video machen zu den 10 besten Filmkulissen oder was weiß ich, dann wäre Shutter Island auf jeden Fall mit dabei. Denn wie das hier einfach mal gelingt, dass selbst so großartige Hauptdarsteller wie Mark Ruffalo und Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley zum Beispiel auch noch dabei, dass all diese Schauspieler permanent von dieser Kulisse in den Hintergrund gerückt werden, das spricht einfach sehr für Martin Scorsese als Inszenator. Und wer bis dato nicht so richtig wusste, inwiefern dieser Regisseur dazu in der Lage ist, auch mal rauszugehen aus seiner Komfortzone und es hier schafft, wie gesagt, eben damit zu spielen, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, irgendwie ist vielleicht hier nicht alles so, wie es scheint. Vielleicht haben wir es hier doch wirklich mit einer übernatürlichen Komponente zu tun. Das, finde ich, ist verdammt großes Kino. Denn wenn man mal überlegt, wie viele Regisseure gerade so von mittelmäßigen Horrorfilmen nicht in der Lage sind, ein wirklich übernatürliches Szenario so zu inszenieren, dass es sich nicht die ganze Zeit nur auf Jumpscares und so weiter verlässt,
dann muss man hier doch wirklich anerkennen, dass hier Martin Scorsese genau das Gegenteil gelungen ist. Denn er hat eigentlich eine absolut bodenständige Prämisse, aber allein durch die Art und Weise, wie er sie zeigt, schürt das so viel Spannung und so viel Unbehagen, dass es teilweise nicht mal Inszenatoren und Inszenatorinnen von richtigen Horrorfilmen das schaffen. Und da muss man wirklich sagen, wenn man dann auch noch den mittlerweile legendären Twist dazu nimmt, ja, dem man wie jedem anderen Twist eine gewisse Kalkulation und auch eine gewisse Konstruktion nicht vorwerfen oder durchaus vorwerfen kann, dann hat man hier eben tatsächlich einen Film für die Ewigkeit und eben auch ein, was ich eben schon bei Nicht auflegen sagte, ein Film, wo man jetzt nicht unbedingt einen Vergleich ziehen kann. Also klar, wir haben hier bekannte Darsteller und es gibt genug Thriller, wo auch die Darsteller einzeln schon mitgespielt haben, dass man eben sagen kann, okay, wenn du die und die Filme magst, wirst du auch Shutter Island mögen. Aber auch hier ist es eben so, dass man nur schwer einen Film findet, der sich mit der ganzen Stilistik und der ganzen Tonalität von Shutter Island messen kann. Und das finde ich toll. Ich mag es einfach, wenn man hier Filme hat, denen es gelingt, wirklich so einen eigenen Stellenwert zu besitzen. Und deshalb ist es für mich überhaupt keine Frage, dass Shutter Island ein Film, der sehr elegant zwischen Thriller, Psycho, Drama und ja, eben auch gewissen Horror online balancieren kann. Und deshalb ist Shutter Island hier ganz klar für mich auf Platz 5. Auf Platz 4 haben wir nun einen Film, der es fast nicht ins Ranking geschafft hätte, weil er sehr, sehr früh im Jahr 2000 erschienen ist. Aber wenn man über Thriller- und Crime-Filme spricht, kommt man an ihm einfach nicht vorbei. Auch wenn ich sagen kann, dass ich weiß, dass die Art und Weise, wie hier die Geschichte inszeniert ist, durchaus Wohlwollen vom Zuschauer und von der Zuschauerin fordert, denn American Psycho ist einer dieser Filme, die, wie ich sie gerne nenne, ja, ein kalter Film über kalte, böse Männer einfach ist. Und das ist ja gerade so ein Genre, wo ich sage, da braucht man eine gewisse Affinität dazu. Da gehört auch beispielsweise ein Taxi Driver dazu, da gehört ein Nightcrawler dazu, da gehört aber zum Beispiel auch ein Joker dazu. Und es ist nun mal diese ganz eigene Weltenbildung hier, die Mary Harmon hier gelingt, mit Christian Bale als American Psycho, als Yuppie, der ja so seine ganz eigenen Vorlieben für Gewalt und Blut und Sex frönt und sich hier zu einem waschechten Psychopathen natürlich entwickelt. Und ja, Christian Bale bei dieser Verwandlung zuzugucken und immer wieder seinen ja, Ausrastern und seinen blutigen Eskapaden zuzuschauen. Auch da schwankt Mary Harmon sehr stark zwischen Horrorfilm und Thriller. Und wenn man sich mal so ein bisschen im Internet umschaut, es gibt sehr, sehr viele, die American Psycho dem Horrorgenre zuordnen. Für mich ist American Psycho dann aber doch tatsächlich viel eher eine Mischung aus Thriller und Psychodrama. Denn letzten Endes, ja, die blutigen Eskapaden, die werden sehr groß und sehr voyeuristisch teilweise schon inszeniert. Es fließt sehr, sehr viel Blut und da wird mit einer sehr blutigen Ästhetik gespielt. Aber auf der anderen Seite handelt American Psycho eben auch von dem psychischen Verfall einer Figur und davon, wie Christian Bales Figur hier eben zum Opfer seiner eigenen Erwartungen und seiner eigenen Gelüste und Obsession wird. Und da ist American Psycho in seinen ruhigen Momenten schon ein ziemlich forderndes und kühles Psychogramm eines Psychopathen und sowas mag ich gerne. Und ich finde, der Film hat da relativ wenig Horroranleihen, sondern geht in seinen ruhigen Momenten eben dann doch tiefer, als es sogar ein Thriller könnte. Und ich sag aber auf jeden Fall, solltet ihr American Psycho noch nicht kennen. Der Film hat einen sehr, sehr nihilistischen Beiklang und ist sehr, ja, menschenfeindlich. Gar nicht mal nur in den Momenten, in denen es wirklich dann um Gewalt geht, insbesondere hier an Gewalt an Frauen, sondern die ganze Weltsicht, die Figur von Christian Bale an den Tag legt, die ist sehr von oben herab, die ist sehr böse, die ist sehr kühl, die ist sehr emotionslos. Und es heißt in dem Film nicht umsonst, dass diese Person
eben Christian Bale, keine Seele hat, dass sie keine Gefühle hat. Und das zieht sich natürlich durch den ganzen Film. Und deshalb ist American Psycho, so unterhaltsam er teilweise auch ist, und er erinnert mich bisweilen an The House That Jack Built von Lars von Trier. Also wenn ihr den Film gesehen habt und da vielleicht ungefähr wisst, was euch erwartet, wenn ihr diesen Film mochtet, / nicht mochtet, das könnt ihr in etwa auch erwarten, wenn ihr American Psycho guckt. Bedeutet aber entsprechend auch, dass ihr euch auf einen sehr emotionslosen Film ohne viel Sympathie für die Hauptfigur einlassen müsst. Und dabei meine ich nicht, dass Christian Bale in American Psycho nicht auch durchaus faszinierend ist eben so eine perverse Faszination für ihn auslöst. Aber es ist eben ein Film, bei dem man wissen muss, okay, irgendwie fühle ich mich danach schlecht. Irgendwie, so unterhaltsam das auch war, und es ist nicht wirklich zermürbend, aber die Weltanschauung hier von American Psycho ist eben nichts für schwache Nerven. Genauso wie die teils sehr bestialischen Morde, die hier ausgeführt werden. Und deshalb das auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn ihr glaubt, ihr steht auf solche Filme, dann solltet ihr euch American Psycho unbedingt mal anschauen. Ich habe ihn nicht umsonst hier auf Platz 4 gesetzt. Nun kommen wir zu Platz 3, und dort findet sich ein Film von einem meiner aktuell absoluten Lieblingsregisseure, und ich freue mich und bin schon sehr gespannt darauf, was Darren Aronofsky denn als nächstes tun wird, denn ich habe Mother sehr, sehr geliebt und muss mir unbedingt noch ein Ranking überlegen, wo ich Mother platzieren kann. Bei Thriller schien er mir nicht richtig aufgehoben, bei Horrorfilm auch noch nicht. Ich muss mir da irgendwas überlegen, denn ich möchte unbedingt auch noch über Mother sprechen. Hier habe ich jetzt aber erst einmal seinen Film Black Swan platziert, mit Natalie Portman als prima Ballerina, die in Black Swan die Rolle der Schwanenkönigin bekommt, aber sich sehr, sehr schwer darin tut, den schwarzen Schwan zu verkörpern. Denn wer Schwanen sie kennt, der weiß, in diesem Ballettstück, in diesem weltberühmten Ballettstück von Tschaikowski, geht es eben darum, dass ein Schwan durch die Liebe zu einer Person nach und nach ihre düstere oder seine düstere Seite entdeckt. Und das ist eben die Herausforderung an dieser Rolle, gleichzeitig den zerbrechlichen, süßen, zurückhaltenden Schwan zu verkörpern, aber eben auch seine dunkle Seele zu sich oder zuzulassen, dass seine dunkle Seele eben auch an die Oberfläche gerät. Und das ist eben die Schwierigkeit für Nina Sayers, eben gespielt von Natalie Portman, hier in Black Swan diese beiden Rollen gleichermaßen auszufüllen. Und Darren Aronofsky gelingt es hier, ein bestimmtes Klientel mal so komplett auf links zu drehen. Denn wenn wir normalerweise Ballett, Tanz und Ballerinen und dieses ganze Thema, wenn wir das normalerweise in Film haben, dann wohnt dem Ganzen immer eine sehr strahlende Ästhetik inne. Wir haben fast schon diese niedlichen Tänzer, und das ist alles immer sehr sehr, sehr zart und sehr friedlich. Und natürlich, es gibt auch Filme, gerade so im Doku-Bereich, die dann auch mal so die Qual und den körperlichen Aufwand hinter diesem Ganzen veranschaulichen. Und jeder, der sich mal ein bisschen damit befasst hat, der weiß, was für ein unfassbar hartes körperliches Training bis an die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit eben ein Balletttraining sind. Aber Black Swan bzw. Darren Aronofsky hat diese ganze aus rosa und weiß bestehende Kleinmädchen-Fantasie eben genommen und hat sie in Black Swan, was ich gerade schon sagte, auf links gedreht und sich als Prämisse oder als Idee eben rausgesucht, was diese ganzen Belastungen einer prima Ballerina antun können. Und das Ganze teilweise sehr sexuell aufgeladen, mit einem tollen Spiel von Natalie Portman, die hier eben ausbricht aus ihrem niedlichen Image und die am Anfang so dieses ganz brave, zarte Mädchen spielt, das zu Hause bei ihrer Mutter wohnt und auch so ein bisschen den Erwartungen ihrer Mutter genügen muss, weil sie selber mal Ballerina war und weil sie mit ihrer Tochter schwanger wurde,
ihre eigene Profikarriere an den Nagel hängen musste. Also ist Natalie Portmans Figur hier bestrebt, ihrer Mutter alles recht zu machen und eben dieses kleine, brave, talentierte und leistungsstarke Mädchen zu sein. Und dann kommt aber eben die Auseinandersetzung mit ihrer dunklen Seite. Und auf der einen Seite hat man die natürlich auf der Bühne und es wird immer wieder zum Teil ihres Trainings, dass sie lernen muss, auch den dunklen Schwan zu verkörpern. Und es geht aber auch einher mit ihrer persönlichen Entwicklung. Sie wird erwachsen, sie entdeckt im Privaten tatsächlich ihre böse Seite. Und das ist eine ganz, ganz tolle Idee, die hier Darren Aronofsky verfolgt mit fantastischen Bildern. Auch da muss ich wieder dieses für die Ewigkeit verwenden. Ja, es nervt langsam ein bisschen. Aber wenn ich an Black Swan denke, habe ich so viele ikonische Bilder einfach im Kopf. Und vor allen Dingen, wenn ich an dieses Ende denke, wenn man da noch sitzt und sich tausendmal fragt, was hat das gerade bedeutet? Wovon bin ich hier gerade Zeuge geworden? Ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, auch wenn ich mittlerweile denke, dass jeder Black Swan gesehen hat. Aber ich finde, es ist bis heute ein toller Film, ein sehr weiblicher Film und ein sehr, ja, ein Film, der noch lange vor Me Too und Co. auch wirklich mal wieder eine starke Frauenfigur in den Fokus gerückt hat und die weibliche Perspektive permanent eingenommen hat. Und noch dazu mit einigen anderen tollen Darstellern in Nebenrollen, Vincent Cassel, Mila Kunis, wirklich fantastisch besetzt und eine ganz, ganz tolle Bildsprache, die hier an den Tag gelegt wird, mit einem sehr, ja, beeindruckenden Spiel immer wieder zwischen Schwarz und Weiß und finde ich fantastisch. Black Swan von mir auf Platz 3. Auf Platz 2 habe ich nun vermutlich den unbekanntesten Film in diesem Ranking und ich habe ihn nicht umsonst so weit nach oben gelegt, denn einerseits mag ich ihn wirklich unfassbar gerne und auf der anderen Seite hoffe ich, dass er dadurch einigen Leuten zugänglich gemacht wird, die bislang vielleicht einfach nichts von ihm gehört haben, denn der Film war hier in Deutschland vor einigen Jahren zwar in den Kinos, aber nur mit einer sehr, sehr geringen Kopienanzahl. Der Film hat nicht mal die 100.000 Zuschauer geknackt. Und hat bisher auch nicht so richtig den zweiten Frühling erlebt, den ich dem Film so ein bisschen gegönnt habe, wenn er beispielsweise auf Netflix oder Amazon Prime gelandet wäre. War er bisher aber leider nicht und deshalb hoffe ich, dass ich euch den Film schmackhaft machen kann oder dass irgendein Streamingdienst in Deutschland langsam auf die Idee kommt, diesen Film in sein Portfolio aufzunehmen. Denn die Rede ist von Joel Edgertons The Gift mit Jason Bateman und Rebecca Hall und eben Joel Edgerton in den Hauptrollen, die hier ein, ja, fast ausschließlich auf drei Personen verteiltes Thriller-Stück spielen. Es geht um ein Paar, gespielt von Jason Bateman und Rebecca Hall. Die beiden ziehen nach der, nach einer Fehlgeburt, wollen sie einen Neuanfang wagen und ziehen in ein großes Haus, wo sie eben, ja, neu anfangen wollen und so ein bisschen sich wieder die Luft zum Atmen holen wollen, die sie so ein bisschen verloren haben. Und durch Zufall treffen sie eines Tages auf Gordo, einen ehemaligen Klassenschulkameraden von Simon, eben von Jason Batemans Figur. Und dieser Gordo fängt an, mit den beiden zu interagieren, auf eine zunächst sehr freundschaftliche Weise. Möchte sich so ein bisschen in ihr Leben bewegen und möchte halt einfach befreundet sein mit dem Paar, macht ihnen immer wieder Geschenke, auch nachdem er einmal bei den beiden zum Essen war, lädt die beiden selber zu sich nach Hause ein. Doch so langsam merken sie irgendwie, dass dieser Gordo immer aufdringlicher wird und immer merkwürdigere Geschenke macht, immer merkwürdigere Andeutungen macht. Rebecca Halls Figur fühlt sich nach und nach verfolgt. Irgendwann verschwindet der Hund und dann eskalieren die Ereignisse. Und mit eskalieren meine ich jetzt aber nicht, dass man hier bei The Gift den großen Showdown erwarten darf. Es gibt einen Showdown und der hat es auch wirklich in sich. Also The Gift endet auf einer sehr, sehr bösen und sehr, sehr mutigen, auf einem sehr mutigen letzten Punch so ein bisschen. Aber vor allem spannend an The Gift ist eben diese sukzessive Spannungssteigerung und dieses Spiel mit der Ungewissheit. Ist dieser Gordo nun wirklich einfach sehr, sehr ungeschickt im zwischenmenschlichen Umgang oder steckt da wirklich ein Psychopath hinter? Und letzten Endes ist The Gift aber auch immer wieder eine Frage damit, was gut und was böse ist. Und irgendwann verschwimmen so ein bisschen die
beiden Seiten, und so wird das Ganze zu einem sehr unbehaglichen und sehr ungemütlichen Spannungsstück, in dem ich selbst, ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so der größte Fan von Rebecca Hall leider, aber selbst ich muss sagen, dass sie hier eine ganz, ganz tolle Leistung abliefert, genauso wie die anderen beiden. Und wer jetzt bei Joel Edgerton ist bisher nicht als Regisseur großartig aufgefallen, hat hier mit seinem Debüt sowohl als Regisseur als auch als Drehbuchautor abgelegt und zeigt hier sehr, sehr früh, was er kann. Und wer bei Jason Bateman so ein bisschen die Befürchtung hat, dass es hier zu sehr ins Klamaukige geht, den kann ich auf jeden Fall diese Angst nehmen. Denn ja, wir haben hier mit Jason Bateman eine eher als oder aus Komödien bekannten Schauspieler, aber The Gift ist überhaupt nicht das und hat nicht den Hauch von Humor und ist sehr, sehr bitter in seiner Grundaussage. Und ich möchte euch The Gift unbedingt ans Herz legen, gerade wenn ihr mal wieder einen Film sehen wollt, wo euch die Auflösung, glaube ich, den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Und ich hoffe sehr, dass den Film irgendwann noch mehr Leute entdecken. Aber jetzt bleibt mir erst einmal nur, ihn hier auf Platz 2 zu setzen und ihn euch wärmstens ans Herz zu legen. Einige, die das Ranking der Thriller-Klassiker aufmerksam verfolgt haben, die werden sich daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass der Platz 1 von meinen Klassikern, der Regisseur, dass der möglicherweise auch noch im modernen Thriller-Ranking vorkommt, und er ist bisher nicht aufgetaucht, also war es abzusehen. Er ist auch hier auf Platz 1, und ich hatte mit David Fincher hatte von David Fincher zwei Filme in den Top 25 und musste mich dann auf meinen Lieblingsfilm von ihm besinnen, möchte aber ganz kurz noch ein paar Worte zu dem anderen Film verlieren, der ebenfalls hier hätte auftauchen können, müssen, sollen, nämlich Zodiac, die Spur des Killers. Ein Film, der die Ermittlungen einem Serienmörderfall thematisiert und das Ganze auf sehr reduzierte Weise macht, der den Ablauf solcher Ermittlungen als sehr zermürbenden, ruhigen, alles andere als spektakulären Weg hin zur Lösung des Falles einfach zeigt und auf so Sachen wie Verfolgungsjagden, Schießereien, einfach auf dieses ganze obligatorische Potpourri eines Ermittler-Thrillers konsequent verzichtet, eine sehr ruhige, sehr reduzierte, sehr trotzdem sehr angespannte Atmosphäre kreiert. Und damit ist Zodiac schon damals so ein bisschen aus seiner Zeit gefallen, ist er heute mehr denn je, aber er ist eben auch mal so was ganz anderes im klassischen Thriller. Und deshalb möchte ich euch Zodiac, die Spur des Killers, auf jeden Fall ans Herz legen. Sage aber auch, ihr braucht auf jeden Fall Muße und Durchhaltevermögen, euch diesen Film anzugucken. Denn Zodiac legt eben ein ganz anderes, ruhiges, reduziertes, fast schon zähes Tempo vor. Hat aber alles seinen Sinn, deshalb unbedingt auch mal Zodiac anschauen. Ich habe aber auf Platz 1 gesetzt Gone Girl, das perfekte Opfer. Denn für mich ist Gone Girl so viel mehr als einfach nur ein Film darüber, dass eine Frau verschwindet und ihr Ehemann ins Visier der Ermittler gerät. Ja, das ist der so gesehen Haupthandlungsstrang in Gone Girl. Aber gleichzeitig ist Gone Girl eben auch noch die Sezierung einer Ehe, die Aufbereitung einer toxischen Beziehung. David Fincher hat schon damals, bevor es jetzt gerade sowieso in aller Munde bzw. Thema in sehr, sehr vielen Filmen ist, schon früh das toxische Miteinander zwischen einem Mann und einer Frau inszeniert und da sehr, sehr schnell die Frage aufgeworfen, wo da die Grenzen sind und wo die Liebe aufhört und die Besessenheit anfängt. Und das ist schon damals sehr, sehr spannend gewesen. Heute hat der Film dadurch entsprechend noch einen viel intensiveren Subtext. Aber eben nicht nur das. Er ist eben auch noch eine Nachdichtung und ein sehr böser Kommentar darauf, wie US-amerikanische Medien funktionieren. Und dann ist da aber eben natürlich auch noch der Vermisstenfall. Denn es geht um Amy Dunn, die eines Tages verschwindet. Ihr Ehemann, gespielt von Ben Affleck,
rückt ins Visier der Ermittlungen und je weiter der Film voranschreitet, desto klarer sind die Rollen verteilt zwischen der guten Ehefrau und dem bösen Ehemann. Und es scheint alles darauf hinauszulaufen, dass man einfach nur noch die Leiche von Amy Dunn, gespielt von Rosamund Pike übrigens, hier finden muss. Und die Frage ist, wie wird der Ehemann überführt? Aber dann gibt es diesen einen Moment und ich behaupte, wer Gone Girl im Kino gesehen hat oder generell, wer Gone Girl das erste Mal gesehen hat, der kann sich heute noch daran erinnern, was er da bei diesem Moment gefühlt hat. Denn es gibt einen Moment in Gone Girl, wo alles, was David Fincher, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde ungefähr aufgebaut hat, zunichte gemacht wird. Und plötzlich sind die Karten komplett neu gemischt. Und Gone Girl ist für mich der perfekte Film, um den Begriff Twist zu erläutern. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Begriff Twist wird heutzutage ein wenig zu häufig verwendet und auch gerne mal in einem falschen Kontext, denn viele verwenden das Wort Twist, um bei einem Film einfach nur zu veranschaulichen, dass ein Film eine, ja, unvorhergesehene Richtung einschlägt oder irgendwie, ja, eben so eine, ja, eine überraschende Entwicklung einfach sich herauskristallisieren. Aber eigentlich beschreibt ein Twist ja eine Entwicklung in einem Film, die alles, was vorher passiert ist, auf den Kopf stellt. Und da ist Gone Girl einfach der perfekte Film, um das zu zeigen. Wir folgen eine Stunde lang einer bestimmten Handlung und erfahren dann plötzlich in einem Moment, der wirklich so einem den Boden unter den Füßen wegzieht, ey, das, was du die ganze Zeit dir gedacht hast, was die Realität ist, ist nicht so. Und wie gesagt, wer sich an diesen Moment noch erinnert, der weiß ganz genau, was ich meine. Und wir haben hier im Mittelpunkt eben Rosamund Pike, die fantastisch spielt. Ich habe einmal das Glück gehabt, Rosamund Pike zu treffen und sie als sehr, sehr smarte, eloquente und sympathische Frau kennengelernt. Und wie die es schafft, sich die Rollen, egal ob hier in Gone Girl oder egal in welchen Film auch immer, sich anzueignen, das ist einfach wirklich fantastisch. Und sie spielt diese Rolle der Amy dann mit so vielen doppelten Böden. Das ist einfach wirklich ganz, ganz große Kunst. Und ich hätte ihr damals sehr den Oscar gegönnt, für den sie ja für Gone Girl nominiert war. Aber auch Ben Affleck, der als Schauspieler so ein bisschen immer wieder der Presse und auch dem Gossip rund um ihn zum Opfer fällt, dem Hollywood, wenn man sich so ein bisschen mit seiner Persona befasst, dem Hollywood und das Hollywood-Business überhaupt nicht gut tut, der hat hier einfach eine Rolle zu spielen bekommen, vielleicht die beste, die er jemals spielen durfte, weil sie eben auch mit seinem Image des Unschuldigen und des zermürbten Mannes spielt. Und da hat David Fincher schon immer einfach die Leute besetzt, die er für die Rolle als am wichtigsten erachtet hat. Und er hat ja nicht nur die beiden in Hauptrollen besetzt, ein Tyler Perry, eine Emily Ratajkowski, eine Carrie Coon, die sind hier auch alle noch dabei. Und ich liebe Gone Girl über alles. Ich finde, dass es nach 7 einfach David Finchers bester Film ist und die auch zeigt, oder die beide Filme zeigen, was David Fincher einfach für ein fantastischer Kenner des Thriller-Genres ist. Ja, er hat kürzlich jetzt Mank gemacht und auch da wieder gezeigt, der kann einfach inszenieren. Also das ist einfach, der weiß so viel über Film und hat ein so tolles Gespür für Filmgeschichte und auch wie Film funktioniert. Der kann letzten Endes alles machen. Aber wenn er im Thriller ist, ist er in seinem Element. Er weiß, was Spannung schafft. Er weiß um die Klischees, er weiß um die Fallstricke, die das Thriller-Genre mit sich bringt und weiß, die immer zu umgehen und schafft es eben, Filme zu inszenieren, bei denen man im Nachhinein sagt, da haben sich andere Filmemacher drauf besonnen. Wenn man sich ein 7 anguckt, da weiß man im Nachhinein, das hat sich zum Beispiel ein Saw sehr stark dran bedient. Man kann sehr, sehr viele Filme finden, wo man sagt, ach, das ist so ein bisschen wie. Und dieses so ein bisschen wie führt sehr, sehr oft auf Fincher zurück. Saw so ein bisschen wie 7, der kürzlich erschienene The Little Things ein bisschen wie Zodiac. Und hier eben gibt es viele Filme im Nachhinein, wo man sagt, da wollte man so ein bisschen wie Gone Girl sein. Girl on a Train beispielsweise, Dark Places, alles Filme, wo man halt merkt, was David Fincher für einen Input geleistet hat, um gerade in dem Jahr, ich müsste 2014 oder 2015 gewesen sein, also in einem Jahr, wo das Thriller-Genre generell bis heute ja so ein bisschen brach liegt, hat er diesen Film inszeniert. Und damit, ich bemühe diese Floskel gerne noch einmal, einen Film für die Ewigkeit geschaffen. Und deshalb war es für mich ganz klar, dass Gone Girl auf Platz 1 sein muss. Und damit bin ich durch und ich hoffe sehr, sehr doll, dass euch dieses Ranking gefallen hat. Ich hatte wieder sehr viel Spaß, mich durch meine Lieblinge zu wühlen und hoffe, dass ich euch ein bisschen was mitgeben konnte und euch vielleicht den ein oder anderen
ja, Geheimtipp ebenfalls auf den Weg geben konnte. So. Ich habe bereits Anfang des Videos gesagt, es wird nächste Woche um 10 Filme gehen, die falsch in ihrem Genre vermarktet wurden. Und es würde mich sehr interessieren, was ihr denn so für, ja, welcher Werbung oder welchem Marketing ihr denn schon mal aufgesessen seid oder ja, wo ihr an der Nase herumgeführt wurde. Und ich habe schon so meine ein oder anderen Ideen, möchte da aber gerne von euch wissen, hol mir gerne Input fürs nächste Video. Und unter diesem Video möchte ich natürlich auch sehr gerne wissen, was denn eure liebsten Thriller sind. Was habe ich vergessen? Wo seid ihr anderer Meinung? Wie gesagt, ich hatte ursprünglich 25 verschiedene Filme zur Auswahl und musste mich leider Gottes von vielen Sachen trennen. Es war auch noch ein Nightcrawler dabei, es war auch noch ein 8mm dabei, es waren einfach sehr viele Filme dabei. Ich konnte ihnen nicht allen hier gerecht werden, aber ich glaube, wie gesagt, wie bei Kandidaten wie Drive oder American Beauty oder was auch immer, da habe ich mich so ein bisschen aus der Affäre gezogen, indem ich sage, gut, ich packe die einfach in ein anderes Genre-Ranking und dann komme ich auf jeden Fall auch noch dazu, diese Filme zu bewerten. Nun bin ich aber wirklich durch. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Es gibt auch noch ein paar Podcasts, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Hört da also unbedingt mal rein. Ich spreche unter anderem über Malcolm and Marie und über Meine Freunde sind alle tot. Also hört da gerne rein und dann sehen und hören wir uns garantiert irgendwann in den nächsten Tagen irgendwo im Internet. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann bis bald.